Willkommen zurück hier bei Far Cry 5, beim Nicht-Enden Far Cry 5. Ich habe gerade das Gefühl irgendwie, dass diese Flugzeuge deswegen dort sind, weil wir sozusagen die Mission von Nick gestartet haben. Und die natürlich nicht wollen, dass wir dieses Flugzeug holen und die uns abschießen würden. Das ist natürlich für uns super unpraktisch, weil wir eigentlich gerade auch dabei sind, den Außenposten einzunehmen. Alles nicht so geil. Das ist wirklich meine Vermutung, wenn ich ehrlich bin. Oh, ein Ersthilfe-Zelt kann man immer ja brauchen. Und das halte ich für eine Lüge, dass ihr das hier gesichtet habt. So, wo sind denn die drei Herren hier? Kann man die unabhängig voneinander vielleicht abschießen mit der Sniper? Was tun die da draußen? Was tun die da draußen? Wie gesagt, ich kann ja nicht mal rausgehen, ohne dass sie mich entdecken. In unserem Garten ist jeder willkommen. Aber kein Mensch will in euren Garten. Vielleicht um rein zu pinkeln, aber mehr nicht. Für mehr ist ja nicht. Also diese Funksprüche. Es sind drei Leute und ich krepe mir hier einen ab. Schießen die ab, ja? Ich kann das Ziel sehen. Kannst du überhaupt nicht. Oh nein, ich habe mein Scharfschützengewehr gar nicht, ne? Weil ich gerade versuche, diese Waffe auszuprobieren. Das ist gar geil. Happy Birthday. Der geht jetzt wieder runter. Dann nehme ich halt den da. Bewegen sich nicht gerade unzackig. Die Flugzeuge sind auf jeden Fall dort wegen der Quest. Auf jeden Fall. Die sind so abgelenkt, die Herren. Okay, da waren schon noch zwei. Also ich hoffe, wir können den auch einnehmen. Geh. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, die schießen nicht auf mich. Also damit meine ich jetzt die Flugzeuge. Okay. Das hat aber nichts mit dem Außenposten zu tun, ne? Das sind die Flugzeuge. Ja, Gott! Meine Hörerin, kein Alarm! Entschuldigt, ich freue mich immer wie ein kleines Mädchen darüber. Ich bin ja auch noch ein kleines Mädchen manchmal. Oh Gott. Puh. Wir haben die Ranch! Und verbrennen Joseph sein Bild, das braucht kein Mensch mehr. Oh Gott, ich hätte gerne selber so eine Ranch. Wirklich, hätte ich gerne. Sehr gut, jetzt können wir uns um nichts Flugzeug kümmern. Oh mein Gott, kein Alarmbonus. Razor, wir haben irgendwas freigeschalten. Wirklich, diese ist mir ziemlich egal. Diese Funksprüche. Du hast also mein Zuhause im Namen deines Widerstands erobert. Ja. Wenn diese Wände reden könnten, vielleicht eher schreien, zeig es, dass ich eines Tages wieder einziehen werde. Früher oder später. Und wenn ich das tue, dann hänge ich mir vielleicht deine Haut als Trophäe über den Kamin. Ah, okay. Na klar, warum nicht? Klingt ja toll. Klingt nach Hannibal und so. Vielleicht sollte ich dich mal mit denen anfreuen. Hab gehört, die Sekte geht jetzt in der alten Schwefelmine ein und aus. Die ist echt riesig. Völlig klar, dass die da irgendwas Wichtiges verstecken. Ich finde, es ist das Risiko wert.
Genau, ist Prepper das Angelgrab? Also nicht Hannibal selber, der hat das ja nur nicht gemacht, sondern ich war was, die Tooth Fairy, die das gemacht hat. Oh, hier war ein Zettel, den wollte ich mir durchlesen. So, Sektnotiz, ich hatte John vorgeschlagen, dass wir ein paar Helikopter und sowas ernten, um das Yes aufzubauen. Aber er meinte, er hätte unsere Arbeit für die Errichtung des Schildes ausgewählt, weil wir für die meisten Sünden zu büßen hätten. Ich schwöre, ich könnte spüren, wie wir mit meinen bösen Taten zusammen mit meinem Schweiß von der Stirn tropften, als sie diesen ganzen Stahl, die Sperrholzplatten und die Farbe den Berg hochgeschleppt haben. Wir haben gute Arbeit geleistet. Jedes Mal, wenn ich das Schild sehe, hallt es in meinem Herzen wieder. Ja, lieber Gott. Ja. Lass das bitte enden. Okay, wir müssen uns noch den Dings anhören. Das war gerade, glaube ich, halt auch, weil das jetzt. Wer ist denn hier oben? Ach Gott, keine Ahnung. Das Hollywood-Sign wurde ja nicht anders aufgestellt. Auch wenn das wirklich tatsächlich unspektakulär ist. Es ist zwar cool, das da mal zu sehen, aber es ist wirklich nicht sehr spektakulär. Hi, Leute! Ich hätte gern dieses Päckchen dort. Ich würde mir das gern anhören. So viel Buße, so viele Beichten. So viel, was du für mich und Edensgate getan hast, doch es ist nicht genug. Oder, John? Joseph. Trenn dich von deiner Vergangenheit. Du musst dein Herz öffnen. Du musst erkennen, dass um dich herum so viel mehr Liebe ist. Auf lange Sicht werden uns all der Schmerz und all das Leid, das du verbreitest, nicht weiterhelfen. Deine Taten nähren nur die Sünde in dir. Sie wird stärker werden. Sie wird dich zu bösartigem antreiben. Auch die, denen du zu tiefe Narben zufügst, werden heilen. Sie werden zu Trägern deiner Sünde. Waffen, mit denen wir aufgewachsen sie sind. Werden andere damit die anstecken. Haben wir den Piggies geklaut. Ich habe deinen Tod in einer Vision gesehen. Du bist dazu ausersehen, Opfer deiner eigenen Sünde zu werden. Sie wird in einer neuen Form wiederkehren. Es ist nur die Frage, wann. Ich habe dich jung sterben sehen. Ich habe dich alt sterben sehen. Der Unterschied zwischen beiden Ausgängen liegt darin, wie viel Liebe du in dein Herz lässt. Ich bete, dass du diese Worte hörst, bevor es zu spät ist. Ich will dich in dem Paradies, auf das wir uns vorbereiten, alt werden sehen. Ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich. Der Hund passt auf dich auf, hm? Ja, tut er. Reden kann er, ne? Wie er reden kann. Oh, dieser Joseph. Wir können dann fliegen. Moment. Ich habe ja die Vermutung, das sind gar keine Geschwister. Oh, hallo Karl. Hey, na. Das ist meine Vermutung, dass das gar keine Geschwister sind. Was passiert eigentlich dort schon wieder? Ich glaube, es ist Raketenwerfer-Time. Wir brauchen sowieso eigentlich neue Waffen. Das gibt es nicht, ne? Hauen die einfach mal eine Bombe hier raus. Das glaube ich wirklich nicht, dass die wirklich Brüder oder Schwestern sind, aber die hören halt alle ganz krass auf. Also eigentlich, das meinte Bumbi ja auch schon, dass eigentlich. Was ist denn das? Ach, For Honor. Was haben wir? Wir haben irgendwas den Ra. Irgendwas haben wir freigeschalten. Hier ist dieses leicht bekleidete. Das sieht ja auch nett aus. Was habe ich dann? Ich habe irgendwas freigeschalten. Haare, Kopfbedeckung, Outfit. Das habe ich freigeschalten. Was auch immer das sein soll. Soll das Rasa oder Razer heißen? Ja, die Frage ist halt nur, ja, dass John, ne, weil Joseph ja das zulässt, was John macht, das ist ja nicht gerade, geil. Eigentlich, Joseph wirkt halt sehr friedlich, ne? Und John ist halt super sadistisch. Ich weiß es nicht. So, meine Lieben, wir haben ja diese Schrotflinte ausprobiert, ne? Die Frage ist, was brauchen wir denn eigentlich noch für Waffen? Wisst ihr, ich guck's nachher nach. Ich habe gerade gar keinen Bock dazu. Manchmal muss man Prioritäten setzen und ich stehe daraus, hier reinzugehen. Und ich hoffe, ich habe sonst alles erkundet.
Wer hat meine Waffe benutzt? Ich hoffe, ich habe alles hier. Könnt noch mal da oben rauf. Die ist noch eine Kiste. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den mit einem Raketenwerfer überhaupt bekomme. Aber wir haben da hinten jetzt eine Flugstation, wie ihr seht. Oh, da oben. Das sieht aus wie ein Firewatch-Turm schon wieder. Ja, ich bin noch hier oben, Pleppo. Okay, ist aber nichts, ne? Oder? Luftunterstützung im Anflug. Ich komm aber irgendwie dort. Oh. Also ich kann es wahrscheinlich nicht mit meiner Waffe. Ich würde gerne hier hochklettern. Weil dort oben ist ja, guck mal, ich sehe. Achso, die Seilrutsche geht von da. Okay. Ja, sollst du ja auch. Kann ich mit da einfach mit dieser Schrotwaffe auf ihn schießen? Als ob das gehen würde. Der gibt mir wirklich tierisch auf den Puffer. Ich hole mir gleich einen Raketenwerfer, wartet. Der liegt auf dem Tisch nämlich, ne? Bombe ist unterwegs. Oh, ja, das ist natürlich, Er nimmt Schaden, aber das... Jetzt! Ja! Er raucht, er raucht! Ist das realistisch? Greife gleich an. Wäre schön, da nicht über mich explodieren würde, sondern irgendwo da hinten. Das wäre mir sehr lieb. Mache ich schon wieder Unsinn, ne? Oh Mann, das ist Far Cry. Was soll ich denn machen? Hier gibt's so... Wartet, 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 wartet. Bombe fliegt! Ja, 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 fliege doch. Fliege doch, du Blöde. Ich weiß gerade nicht, zu wem der gehört, ne? Weil die anderen, die hören ja irgendwann auf uns zu. Welche Waffe wollen wir... Was habe ich denn... Na komm. Können wir uns mal wiederholen. Alter! Sein Ernst! Okay. Ich glaube, ich gehe wieder dort hoch, weil von dort oben hat man wirklich... Alter! Was? Wo kommst denn du her? Oh nein, das war die falsche Waffe. Ja, sorry. Eigentlich hatte ich die gerade gewechselt und dann hatte ich sie wahrscheinlich nochmal gewechselt. Ha! Tama! Ich glaube, ich habe gerade... Oh, sorry. Okay. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Nein, das war daneben. Ich schaff das noch. Ich will dieses scheiß Flugzeug abschießen. Wenn ich... Wir haben keine Muni mehr dafür, ne? Mhm. Hat sich ja voll gelohnt. Deswegen mag ich den eigentlich nicht. Also so ein Lenkrad-Raketending wäre halt geil. Und ich habe auch das Gefühl. Greife gleich an. Wir können auch nicht. Ach, hier ist eine Kerkane-Maschine. Oh mein Gott, ey, der macht hier alles los und wo sind hier die Waffendings? Komm, los. Wir müssen jetzt mal ein bisschen... Waffen! Ich hätte gern diesen dort. Was kostet denn der? 9000? Hab ich nicht. Geil! Ihr seht da mal, ich habe gerade gar nicht mal Geld, um mir was zu kaufen. Was irgendwie durchdringt durch diese... Hier ist er. Aber ich treffe halt mit dem Teil nicht. Ich treffe dort damit nicht. Nein, ich wollte... Dass man... Jetzt wähle es doch an! Spiel! Mach mich nicht kürre. So, ich probier's noch. Einmal, zweimal, fünfmal, keine Ahnung. Wie oft ich das noch versuche. Muss man vorher bringen, ne? Ich verstehe das schon. Aber... War gar nicht mal. Jetzt habe ich natürlich keine Muni mehr.
Das war knapp, finde ich. Ist jetzt egal. Jetzt ist es wirklich egal. Kann ich meine alte Waffe wieder haben? Ich verstehe auch nicht, der hat das schon gebrannt, ne? Dass der einfach nicht mehr brennt. Liegt hier noch mal eine andere Waffe rum? Da drüben. Hallo? Danke. Jetzt hole ich noch den Herrn hier hoch und dann fliegen wir einfach weg. Ich kann mal den ja. Nein, das ist Buma. Oh Gott. Buma. Entschuldige. Ja. Annika ist gerade hier im Zerstörmodus. Ich sollte es lassen. Ich stecke jetzt einfach ein nächstes Flugzeug ein. Und dann zerstöre ich den von oben. Vielleicht geht das ja. Maschinengewehr, na klar. Wie fahre ich denn hier raus? Also. Achso. Ich kann hier drin noch nicht fahren. Ich kann hier drin. Also. Nur mal so! Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Es macht nichts mehr. Ich kann nicht das machen, ich kann nicht das machen und... Oh, oh. Wingman-Mission fehlgeschlagen. Upsi! Muss ich mit einer Bombe... Was war das denn jetzt? Muss ich das mit einer Bombe da einscheppern oder... Oh. Ich konnte jetzt aber gerade überhaupt nichts mehr machen. Ich konnte gerade drücken, was ich wollte. Vielleicht war es auch ein Problem, dass ich zu viel gedrückt habe, aber... Das ist der beste Speicherpunkt ever. Wo muss ich denn hin? Finde nix Flugzeug? Ich sitze doch in nix Flugzeug. Wo muss ich denn jetzt hinfliegen? Oh Gott, das ist so eine Klatschnix-Maschine, ne? Oh Gott. Oh Gott. Finde nix Flugzeug. Aber ich bin doch schon in nix Flugzeug. Ich bin noch in nix Flugzeug. Falls jemand das nicht mitbekommen hat, ich sitze in nichts Flugzeug, aber die Quest sagt mir, du tust das nicht gut. Ich kann ja mal landen üben. Geht bestimmt richtig gut. Bei meinem Flugtalent. Alter. Na, also. Ja, das war... Natürlich war das geplant. Was denkt ihr denn? Natürlich war das geplant. So, das ist nichts Flugzeug. Und wer schießt denn jetzt auf mich? Alter! Sag mal. So explodiert das nicht, oder? Explodiert das so? Oh, Fleisch. Ja, jetzt kommt bestimmt ein Tier. Ein Wolf! Na klar! So, jetzt mal ganz kurz. Wo zum Henker? Dort hinten. Ein Wolf, natürlich. Warum auch nicht? Also wirklich. Warum denn auch nicht? Alter. Da unten! Warum auch nicht? Kann sein, dass ich die Quest jetzt vielleicht ein bisschen verbuggt. Nur so rein rhetorisch. Kann mich irren? Genau da unten. Ja, ja. Ich bin mal kurz den Prepper-Typ hier. Die Sekte ist in der Wolfshöhle und fängt Wölfe, aus denen sie Judges machen. Dafür müssen sie gut ausgerüstet sein. Ich finde, wir sollten ihnen ihren Kram abnehmen. Tierfänger. So, jetzt steht jetzt, wenn jetzt hier die Maschine nicht drin steht, dann haben wir... Na, oh, okay. Man, die steht jetzt sogar richtig. Die Stadt war total falsch. Sag mal, da steht doch immer derselbe Typ. Oder? Danke für die Hilfe. Kein Problem. Ich hoffe nur, jetzt schaff... Fragt mich nicht, was das sollte. Ich weiß es wirklich nicht. Das Ding ist... Wie... Schöne
dass da drüben noch eine Maschine steht. So, wo bringe ich jetzt hin? Hä? Ich hab... Hä? Merkt ihr, dass ich immer noch nicht nix Flugzeug habe? Also irgendwas läuft hier gerade falsch. Warte mal ganz kurz. Irgendwas... Kann ich das irgendwie... Irgendwie steht hier doch sonst manchmal Außenpostmeister. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Dass ich... Wo ist denn nochmal Nick? Vielleicht dort, wo Far Cry abstürzt. Kann es sein, dass Far Cry abgestürzt ist? Ich glaube, Far Cry ist abgestürzt. Ich glaube, wir sehen uns gleich mal wieder. Ich glaube, Far Cry ist abgestürzt. Dann werde ich sowieso sehen, was hier das Problem ist. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns mal gleich wieder. Ach Gott. Willkommen zurück hier bei Far Cry. Wir hatten ja jetzt gerade eben ein kleines Hängerchen. Far Cry ist nämlich wirklich abgestürzt. Tja, das hatte ich beim letzten Mal nur aufgrund von diesen Online-Problemen da, ganz seltsam. Und jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir müssen zum dritten Mal nächstes Flugzeug finden. Die Seeds aufgetaucht sind, ist das Bild total schreckhaft geworden. Krass, ich kann eigene Level erstellen. Oh yeah! So, jetzt, oh Gott, ich steige in nächstes Flugzeug. Ist ja schon mal besser als finde nächstes Flugzeug, oder? Oder was sagt er dazu? Oh Gott. Oh Gott, und ich kann auch nicht fliegen. So, bitte, sage mir. Ja! Aus dem Hangar fahren, das kriege ich hin. Und wie ich mir schon dachte, ist dieses ganze Rummelfliege von den anderen Flugzeugen. Fliege nächstes Flugzeug. Oh nein, ne? Ja, das bin ich. Na klar, gar kein Ding. Was ist mit dem Erstzeichen los eigentlich? Ja. Zuerst muss ich sicher gehen, dass die nicht manipuliert haben. Machen wir ein paar Tests. Oh Gott, nein. Scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Willst du mich verarschen? Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Noch keine Flugmission. Du packst das. Bloß nicht zittern. Ach, da willst du mich doch verarschen. Ich lass dich mal mit dem linken Flügel winken. Der bereitet mir Sorgen. Der stellt sich immer ein bisschen quer. Oh Gott, willst du mich denn... Oh, Klatsch, Nixon, ich habe ein Trauma. Ah, super. Oh Gott. Gut, aber ich bin ja froh, dass ich den Bug beheben konnte. Oh Gott. Oh mein Gott, dieses Lenken ist wirklich nicht gut. Euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Oh Gott, ich hasse... Oh Gott. Ich hatte ja schon erzählt, dass die Jungs das auch versucht haben im Koop. Die klatschnächste Mission. Im Koop ist sogar noch schwerer, weil man zu zweit fliegt. Und die ganze Zeit in sich reingefahren sind mit den Flugzeugen, das war sehr witzig. Oh, ja. Das Flugzeug hat noch keinen Rye im Stich gelassen. Noch kein Rye. Stehen in 3 und Far Cry 4 auch nicht. Na, ich auch nicht. Super langsam fährt. Du solltest gleich zu einer Flussgabelung kommen. Halt dich rechts. Aha, halt dich rechts. Na klar, altes Haus. Ich habe keine Ahnung, Nick, ob ich kleine Monster zu Hause habe im Real Life. Nein. Wenn ich mein Zuhause aufgeben und türmen muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Ja, klar. Alles gut. Du verrückter Kerl. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt Charakterkinder haben oder uns wird ja nichts gesagt über uns selbst. Die haben sich jeden Zentimeter
ein Man-Bun ist das, was ich hier gerade habe. Nur, wenn Männer einen Dutt tragen, dann nennt man diese Frisur wohl Man-Bun. Zerstöre? Macht Spaß. Josephs Schergen kippen Drogen in unserer Wasserversorgung. Such nach dem Bewässerungsbecken und ähnlichen Orten und heiz ihn richtig ein. Okay, geil, mach ich. Das ist witzig. Und Joseph trägt ja einen Man-Bun, also der trägt ja so ein Dutt. Du bist quasi der nächste Klatsch-Nixon. Nee, hör auf! Ich bin kein Klatsch-Nixon. Ich bin Annika, die nicht fliegen kann. Oh Gott, ist das laut. Okay, mein... Okay. Also wir haben auch so ein Bomben-Ding, ne? Hier, das ist die Bombenkamera. Für unten. Was muss ich... Okay. Warte, guck mal, die drücken muss, falls ich eine abwerfen muss. Oh. Sanfte Kurve, oh Gott. Zu mich feiern, muss ich da durchfliegen. Was passiert dann, wenn ich das mal nicht schaffe? Ich hab mich ein bisschen selbst verletzt, ne? Nicht schlimm. Viele meinen ja, das wäre das Schwierigste. Ich zeig dir, wie man's macht. Oh, bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst. Aha, geil. Lande, Hey! Klasse Landung, Partnerin! Yeah. Bring mir das Flugzeug, ich winke dir! Woohoo! Das hätte schlecht verlaufen können! Und wir haben kaum mehr Schwung tatsächlich. Gott, wir haben es geschafft! Ja! Nick! Nick, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott, da ist sie ja! Du Satans Prachter, ja! Du hast sie, danke! Kim! Das Flugzeug ist zurück! Ja, hab gehört! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Oh, bitte, lass nichts Schlimmes passieren. Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Oh nein. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Oh, Nick. Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Oh, das Lied, ne? Kim, kommst du dann? Ja, ich komme! Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Oh nein. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf. Herr im Himmel. Hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten. Was sagst du? Buja! Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme! Ich sag Hell yeah und lege los. Wo ist Kim denn? Oh Gott, was will. Klar, kein Ding gekriegt hat hin. Sichere. Du hast die Waffen schön vorgewärmt, aber ich werde sie zum Glühen bringen. Ah, ja. Kim ist im Haus. Ich vertraue dir, Partnerin. Pass auf sie auf! Klar, Mai, kein Ding. Alter! Achso, das ist gar nicht. Ich dachte, das ist Kim. Sag mal. Alter, was ist denn hier los? Ja, ja, hierher. Und da hinten nochmal. Oh. Also gut, ihr
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das steht doch gar nicht durcheinander. Das Gute ist, dass das eine Schrotflinte ist, ne? Das merkt man gerade. Und jetzt? Sichere den Hangar? Was noch? Oh Gott! Guten Morgen! Guten Morgen! Stirb! Zurück! Ich erledige die Scharfschützen auf dem Dach! Oh Gott! Wo ist eigentlich Puma, hä? Ah! Ich habe kein Scharfschützengewehr leider. Naja. Ich kann mich nicht. Ich habe kein was? Sehr gut, Nick! Sehr, sehr gut! Ich glaube, ich würde die schneller töten als Nick, wenn ich ehrlich bin, aber. Ich hab grad kein Scharfschützengewehr mehr. Na, guck mal, wie sie mich suchen. Nee, tu was! Warte, wie lange der braucht. Ich hätte gern Scharfschützengewehr. Ich bin schneller. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da sind sie. Und der nächste. Tod und Verderben für dich. Ich würde doch den Feuermodus eigentlich ändern. Ich weiß gerade nur nicht wo. Ich weiß, dass man den. Munition sehr, sehr gut. Was bringst du denn eigentlich da nochmal raufzusteigen, hä? Du Blödmann. Matze, bitte, bitte, ne? Bleib auf Distanz. Ich bombardiere die Typen. Oh Gott. Bleib auf Distanz. Ihr seid geil, wirklich. Dachte ich würde treffen. Hm, dachtest du? Oh, okay, okay, wir müssen. Alles klar. Ist er jetzt tot? Ich hab keine Muni mehr, ne? Das ist ein großer, großer Traum. Könnt ihr nochmal den machen? Sag mal, die Granate geht nicht mehr los, oder? Oh, das sind Messer. Ich habe keine Dinger mehr. Habt dann einen Moment, Leute. Muss mal kurz was herstellen. Achso, bist du noch einer? Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Auf den Boden! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Für den Kater? Was denn für ein Kater? Oh. Wieso? Was passiert, Nick? Ach, wegen dem. Blam! Ich hoffe, ich mach das nicht verrückt, dass ich mich so bewege, aber das ist ne Shooter halt, ne? Kann ich nicht dran ändern. Klar, aber ich kann dich doch als Begleiter haben. Komm schon, Cam. Wir müssen los. Nein. Nicht? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht? Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst? Cam. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben?
Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein krisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich liebe dich. Ich dich auch. Na. Ja, der Beauty. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Ha? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf. Mach ich. Klar. Für die kleine Ace. Wir haben Ringman abgeschlossen und Nick als Begleiter und irgendein Erfolg freigeschalten und noch ein... Wow, wir sind kurz davor. Ja. Wir können. Das Geile ist wirklich... Die Familie Rye war schon hier lange, bevor die Stadt gegründet wurde. Ich habe mir schon so manche Nacht mit Nicks Vater im Spread Eagle um die Ohren gehauen. Er ist ein guter Junge. Kümmere dich um die Familie, Deputy. Sie gilt als Symbol der Hoffnung im gesamten County. Dodge out. Na klar, wow, wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir nämlich, denke ich, auch Flugdinger hier. Also wir können uns jetzt, denke ich mal, ein Flugzeug holen. Und guck mal, hier haben wir sogar heute den Flugzeugladen. Oh Gott, wie geil. So, hier haben wir jetzt, das ist der Bootsladen. Ganz kurz, guckt euch das mal an. Wir haben nicht mehr. Wir müssten jetzt noch hier den Bereich so ein bisschen klären. Hier sind ja so ein Gewächshaus, das müssten wir noch entdecken. Da waren wir gar nicht drin, ne? Wir müssten ja ein, zwei Sachen klären. Also mit klären meine ich, sondern das hier aufdecken. Das soll aber überhaupt nicht das Problem sein, würde ich sagen. Ich bin gerade voll froh, dass wir Nick haben. Oh Mann, ey, freue mich total. Der ist klasse, der Typ. Können wir hier um... Da ist die Helferauswahl. Wir können jetzt... Nick, was macht der denn? Hörg, ich komme, Hörg. Bombe gefällig, er wirft sie ab. Du willst einen Tiefflugangriff. Pass auf. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Können wir auch mitten im Gefecht ihn einfach anfordern. Das ist natürlich cool. Genau, hier, Boomer kann gucken, der kann fliegen. Das ist natürlich alles sehr, sehr cool. Oh, Schießburger. Oh Gott, bist du toll. Wird von seinem Recht anzugreifen gebraucht. Können wir, wenn wir den streichen können, dann flippe ich aus. Zieht die Aufmerksamkeit im Kampf auf sie. Also es ist ein Tank, alles klar. Hilf Wade Empfangszentrum in White Mountains. Also wir müssten sozusagen, wir könnten uns dann ein Flugzeug schnappen und hierhin fliegen. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen, aber ich glaube, Cheeseburger läuft noch frei rum. Es ist ein Außenposten. Eigentlich könnte man den nochmal für zwischendurch machen, oder? Ich hätte jetzt noch Lust drauf. Oh Gott, hier ist zu viel los, ne? Was ist. Gehört das zu eigentlich noch zur Karte hier? Nee, ne? Wir haben auch noch. Okay, ich würde dann nochmal hier hinreisen, ne? Und das alles so ein. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist denn das? Fragte sie, warum gehe ich nicht einfach nochmal hin? Komm, wir gucken uns das mal ganz kurz an, was das sein soll. Boah, ich gebe mir wirklich... Es gibt nichts, ob mir gerade mehr auf den Puffer geht. Wir müssen sowieso... Ach so. Das ist die Maschine, deswegen. Ich habe das Ziel in Sicht. Ach so. Das ist damit gemeint. Ich gehe mal kurz hier runter, weil... Nicht, dass uns hier wieder Hinz und Kunst angreifen möchte. Obwohl, ich hätte mir mal nichts. Das sieht ein bisschen witzig aus. Sieht aus wie eine Disco. Ich hätte mir mal noch nichts Haus angucken sollen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bräuchte jetzt nur mal, glaube ich, noch kurz eine neue Mission, die wir machen wollen. Ich glaube, ich würde nämlich noch die andere Dame holen. Ach, wir brauchen auch noch Tanklaster. Das Coole ist jetzt, wir könnten uns Flugzeug holen und Tanklaster verfolgen. Aber ich finde Flugzeuge immer super klobig. So ein Gyrokopter ist geil. Mit dem Gyrokopter kann man wirklich viel machen und schnell machen. Aber jetzt haben wir hier noch... Das sind die Cheeseburger? Nee. Das sind die Feuerzeuge. Das ist der bewaffnete Konvoi. Wir gehen da mal zum... Ich gehe einfach im nächsten Part einfach mal zum Flugplatz und gucke, seht ihr mal, da müssen wir auch noch hin.
Wo ist denn das? Zeig mir das mal auf der Karte. Wo soll das sein? Das ist hier! Da wollen wir das sowieso hin. Das ist doch super. Dann machen wir das im nächsten Part. Verzeiht mir, wenn ich manchmal ein bisschen fahrig hier bin und die Parts anscheinend, glaube ich, sehr lang sind. Ich weiß gar nicht. Ach du Scheiße. Stimmt, der ist ja abgestürzt, der eine Part. Mache ich da zwei Parts so lang ganz ein Part raus? Oh Gott, die haben alle furchtbare Überlänge. Aber es ist halt so, ob ich jetzt zwei Parts am Tag raushauen würde oder ein Part lange lasse. Man schafft sonst wirklich nichts in diesem Spiel, glaube ich, wenn man es so, ja, immer nur 20 Minuten oder so macht. Aber wir haben Nick, ich bin geflogen, ich bin wie ein Profi geflogen. Wir haben es sehr gut geschafft und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Far Cry 5 wieder. Okay, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis dann, tschüss.